So, okay, kommen wir jetzt zu den Secrets. Ja, Controller einschalten wäre auch gut. Ja, okay. So. Und zwar gehen wir dann als allererstes, wo war es? Hier, zu dieser Position. Hier ist dieses erste. Können wir ganz nach links. Dann tun wir mal tauchen und folgen dem gelben Kabel. So. Hier haben wir diesen Balken. Den schubsen wir jetzt mal hier um. So. So, klettern hier rüber. Zack. Das wäre Nummer 1. Kommen wir jetzt zu Nummer 2. Das wäre dann hier im Maisfeld. Schalte einfach die Greifentaste gedrückt und laufe so lange durch, bis er was greift. So, hier ist es. Nehmen wir mal die Luke hier. Und klettern hier runter. Dann gehen wir hier links. Und hier wäre Nummer 2. Kommen wir jetzt zu Nummer 3. Das wäre hier. Erstmal runter auf die Schweinchen. Schieben den Wagen ganz nach links. Und ziehen hier an diesem Brett. So, klettern wir hier durch. Und dann klettern wir das Seil hinauf. So, und schwingen uns rüber. So. Knapp. Okay. Das wäre dann Nummer 3. So, kommen wir zum vierten. Das vierte ist hier. Dafür schmeißen wir den Tresor hier runter. Okay, natürlich ohne zu sterben. Also, zack. Jupp. So. Dann klettern wir hier runter. Zack. Und laufen zum Loch. Dann jumpen wir hier rein. Ziehen hier an diesem Gitter. Und gehen hier durch. Und da hätten wir dann auch schon Nummer 4. Kommen wir zum fünften. Das befindet sich hier. Rutschen hier die Kante runter, halten uns drüben fest, hüpfen auf die andere Seite, halten uns dort fest, klettern hinunter. Und hier befindet sich die Nummer 5. Dieser Speicherpunkt hier. So.
uns das U-Boot. Hallo, einsteigen. Hüpfen hier rüber. So, und dann... Wie war das hier? Achso. Crashen wir erstmal hier durch. Zack. Tauchen hier runter. Schubsen die Kiste hier weg. Ja. Wenn es funktioniert. So. Dann gehen wir hier runter und folgen wieder dem Kabel. So, wo kommen wir jetzt nochmal hin? Ah ja, hier. Steigen mal wieder aus. Klettern hier rauf. Benutzen den Typi hier. Gehen runter. Kletter, kletter. So, achso. Lassen den da. Hallo, einsteigen. Nein, Mann, da rein. Ah, so. Dann ziehen wir den hier drunter. Lassen ihn wieder aussteigen. So. Ich gehe dann heraus und gehe zu meinem U-Boot. Steige in mein U-Boot ein. Lass ihn nach oben schießen. So. Ich steige wieder aus meinem U-Boot aus, kletter die Leiter hoch, benutze das Teil und wir bewegen den hinteren Mann und ziehen es heraus. So, das war dann Nummer 6. So, kommen wir nun zu Nummer 7. Das befindet sich hier. So. Dafür gehen wir erstmal jetzt hier gleich durch die Luke. So. Wir müssen da das Holzstück zerstören. Damit die nicht mehr reinkommt. Okay, so. Jetzt haben wir erstmal Ruhe vor der. Dann gehen wir hier oben durch. So, dann ganz nach links rüber. Gleich eine Wand kommen mit einer Leiter. Genau. So, da springen wir mit dem U-Boot gegen. Einmal. Und zweimal. Hier raus. Upsi. Hallo. Dann hier hochklettern. Und da wäre dann die Nummer 7. So. Okay. So, kommen wir jetzt zum 8. Teil. Und der müsste sich hier befinden. So. Erstmal, dass uns ein paar Leute folgen. Von hier aus lassen wir uns die Leiter hier hochwerfen. Hallo? So. Laufen dann nach links weiter.
drehen die schöne Kurbel, um unsere Freunde mitzuholen. Alle aufsteigen. Und wieder hoch. So. Dann halten wir uns wieder ganz nach links. Und holen uns hier diese Nummer 2 Zugwaggon und ziehen den nach hier vorne zu dem Loch. So, dann lassen wir uns hier hochwerfen. Und klettern hier hoch. Hier oben angekommen, gehen wir dann nach links, was auch sonst, und springen hier in das Loch rein, lassen uns darüber schieben so. Da sehen wir auch schon das gelbe Kabel. Damit können wir aber noch nichts anfangen, weil wir erstmal hier hochklettern müssen. Folgen einfach hier dem Steg weiter und sehen, dass da oben schon ein paar Freunde sind, die uns helfen könnten. Wir schieben hier die Kiste auf Seite, ziehen den Hebel und schieben die Kiste gleich dort drunter. So, prima. Klettern hier rauf, ziehen den Hebel wieder und lassen uns nach oben katapultieren. Genau. Hep. Und ziehen hier dran. Jetzt haben wir 3 neue Freunde, die uns helfen können. Und sie kommen. Na, los. 3 Bauarbeiter helfen uns jetzt, das Brett hier unten wegzuheben. So. Zack. Dann gehen wir durch die kleine Öffnung. Klettern hier runter. Holen uns die Fackel. Ist schon irgendwie ein längerer Weg, ne? So. Mal schön aufpassen, dass die Hunde einen nicht erwischen. So. So, ziehen. Und das wäre dann die Nummer 8 gewesen. So, der nächste Punkt wäre... haben wir? Hier. Das ist der nächste Checkpoint, wo das nächste Ding liegt. So, dafür müssen wir erstmal hier die nette Frau hierher jagen. Und raus. So. Damit die uns nicht zu schnell erwischt. Und dann gehen wir hier ins Wasser, tauchen ein bisschen unter und schwimmen so schnell wie möglich hier rüber. Dann wieder hoch. Und hier raus. Und hier wäre dann Nummer 9. Kann man hier eigentlich durch? Oh, genau. Das war dann Nummer 9. Okay, kommen wir nun zur Nummer 10.
Diese befindet sich, kann man hier diesen Speicherpunkt wählen und schwimmt einfach nur noch hier nach links. Ganz nach links. So, da unten ist dann so eine Luke. Dann öffnen wir erstmal hier dieses Stück und dann hier oben den Hebel ziehen. So. Und dann können wir hier rein. Diesen Gang schwimmen wir jetzt komplett durch. Ups. Bin ich denn jetzt? Da. So. Gleich sind wir da. Und da ist das nächste Teil. Das ist dann die Nummer 10. So. Kommen wir zur Nummer 11. Diese befindet sich hier. Dafür laufen wir erstmal hier durch das Wasser. Hier könnte man runterschwimmen, wollen wir aber noch nicht, weil wir erst was anderes machen müssen. Und zwar hier. Müssen wir ein bisschen kurbeln. So. Uiuiui, fast. Noch ein bisschen. Ich würde sagen, so. Lassen wir das, genau in der Mitte. Dann gehen wir wieder zurück. Zu dem Punkt, wo wir hier schwimmen können. Okay, hier schwimmen wir dann nach unten. Durch die Tür durch. Bis hier vorne hin. Und hier haben wir dann Nummer 11. Zack. Das war dann Nummer 11. Kommen wir zur Nummer 12 und vorletzten. Diese befindet sich in diesem Bereich. Wir hüpfen erstmal in dieses Loch und bewegen uns weiter nach rechts. So. Dann kommen wir hier hin. Wir drücken erstmal hier diesen roten Knopf. Blub. Steigen auf die Kiste, ziehen die Kiste und warten, bis sich das nach oben fliegt. Ups. Ah! Okay, so. Ungefähr. Jetzt holen wir die Kiste, schieben sie hier vorne auf die Kante. Ein Stück. So, klettern hier drauf, ziehen den Hebel. Dann fliegt die Kiste da oben drauf. So. Jetzt schieben wir die Kiste weiter. Und zwar hier unter diese Luke. Ziehen den Hebel wieder. Und warten, bis die Kiste oben ist. Und Knopf drücken und die Kiste ist oben. So, dann bewegen wir uns wieder nach links und gehen wieder nach oben. Achso, wir müssen ja erstmal hier die Luke öffnen. Zack, hier durch und nach oben. So. Dann holen wir uns jetzt die Kiste. Wenn wir mal ankommen. So, schieben die Kiste ganz nach rechts. Wir sehen auch schon da oben den roten Knopf. Da müssen wir natürlich dran. Und das gelbe Kabel ist auch wieder zu sehen.
So, ziehen an dem Hebel. Und drücken den Knopf. Jetzt ziehen wir wieder an dem Ding. Drücken nochmal den Knopf und hüpfen hier rüber. Und siehe da, haben wir auch schon wieder den nächsten. So, kommen wir zur Nummer 13. Diese befindet sich hier in dem Bereich. So. Lassen wir uns mal da rüberwerfen. Fallen jetzt alle darunter, damit die mich auffangen können. Ich lasse mich hier runterfallen. Zack. Kommt schon. Schmeißt mich hier hoch. Klettern wir hier durch. So. Jetzt haben wir hier Zugriff zum Aufzug. Den benutzen wir natürlich, um hochzufahren. So, dann gehen wir mal nach links. Schmeißen die Kerlscher da runter. Na? Komm. So. Fallen natürlich alle runter. Um die jetzt wieder nach oben zu kriegen, drücken wir den Knopf. Ah, zu wenig. Verdammt. So. Die paar reichen. Die anderen legen wir oben drauf. So. Jetzt kann ich mich hier hochwerfen lassen. Klettere dieses Seil her hoch. Hier hoch. So. Da sind auch schon meine Freunde. Und dort ist auch die Nummer 13. Die mich hier hochwerfen. Ich halte mich fest. Zack. Haben wir die Nummer 13. So. Wie es jetzt weitergeht. Dafür müssen wir zum Punkt. Ah, hier müssen wir hin. Nachdem wir ja die 13 Objekte gesammelt haben. Und anstelle hier runter, klettern wir hier hoch. Da sehen wir auch schon das gelbe Kabel wieder. So, dann kommen wir hier in diesen Raum. Wo man hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da sehen wir die 13 Objekte an der Wand hinten, die wir... Leuchten schön, die haben wir ja alle gesammelt. Nehmen wir hier in die Kugel, halten hier was fest und ziehen nach hinten durch. Und somit wurde diese Riesenkugel auch deaktiviert. Und wie wir hinten an der Wand sehen, leuchtet jetzt nur noch eins. Das ist die Nummer 2 und die finden wir, indem wir uns dahin begeben. Zum Maisfeld. So, das haben wir hier. Da gehen wir dann wieder hin. Und gehen wieder in die Luke rein, wo wir schon mal dieses Relikt oder wie auch immer gefunden hatten. Öffnen hier wieder die Luke. Na? Klettern hier runter wieder. Und gehen diesmal aber hier rechts und nutzen diesen Hebel. Schauen wir doch mal, ob das so funktioniert. Oben, oben, rechts, links. Rechts, rechts, oben, 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 rechts, links, links. Geht nicht? Hm.
Nochmal. Oben, oben, rechts, links, rechts, 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 oben, 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 rechts, links, links. Oh, geht doch. Dann gehen wir hier durch. Dann weiß ich selber nicht mehr, was, weiß ich selber nicht, was passiert, da ich es noch nicht gesehen habe. Laufen einen langen Gang im Dunkeln. Lassen wir uns überraschen. Okay, hier haben wir einen Knopf. Irgendetwas. Schwarzer Bildschirm. Das ist das alternative Ende? Ernsthaft? Na, wenigstens bin ich ein Mensch. Anscheinend habe ich alles, die komplette Stromversorgung damit gekappt und ja. Man weiß es nicht, oder? Na gut, sonst gibt es ja jetzt hier nichts mehr. Ein Ding. Okay, gut. Das war dann das super alternative Ende. Und das war's dann auch mit diesem Spiel. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.